So, dann sind wir wieder zurück im Wohnzimmer hier im fucking Dunklen. So, ich würde mal sagen, wir schnappen uns. Hallo, hallo. Unser Feuerzeug und unsere nicht funktionierende Taschenlampe. Da freut mich, es geht doch schon wieder los, die Scheiße hier, Alter. Es geht schon wieder los, oh nein. So, man muss sagen, hi erstmal an alle irgendwie, die jetzt auf den Kanal geschaltet haben. Wir haben auch einen kleinen Break von sage und schreibe 5 Minuten zwischen der letzten und dieser Folge gehabt. ein bisschen länger ist es schon her, aber wir sind wieder zurückgekehrt. Wir haben uns wieder zurückgetraut ins Wohnzimmer, obwohl wir felsenfest gesagt haben, nie wieder, nee, da gehen wir nicht nochmal hin, aber wir sind wieder hier. Und ich bereue schon wieder. Benni. So, okay, also die Taschenlampe geht schon wieder, nicht? Irgendwie, das heißt, wir brauchen wieder oh, eine Axt. Können wir die Axt nehmen? Nee, können wir nicht nehmen. Na, schade. Wir brauchen wieder Batterien. Wir brauchen wieder die Monoko-Nonokos. Was ich mich immer frage, irgendwie, was ist das hier für ein gestörter Freak, irgendwie, wenn ich mir die Kippen überall angucke? Aschenbecher kennen die nicht, wa? Irgendwie, immer, Yippie, 5, 6, auf dem Boden. Versuche mich immer noch so ein bisschen so zu distanzieren und noch ein bisschen so auf cool zu machen und mich noch nicht sofort drin ziehen zu lassen hier. Aber wir kommen auch gar nicht raus, merke ich gerade, ne? Bett, ich möchte nicht, dass du okkulte Zitate rezitierst, während der Papa hier sucht. Muss nicht sein. Oh, fuck, Alter. Oh, das hat mich jetzt richtig gekriegt. Oh, Benni sagt, dass du noch da bist. Ich bin da, alles gut. Oh, da hat da wirklich so ein Gollum auf dem Schrank gesessen, ey. So, es ist natürlich klar, dass ich nur rein für den Effekt, ja, aus reiner Effekthascherei halt diesen hohen Erschreckerton von mir eben habe, weil ich halt einfach weiß, dass ihr das hören wollt, ja. Ich persönlich habe mich überhaupt nicht erschreckt, halt nur für euch gemacht. Genau. Ui, Nein! Nein! Drück mal V. Bitte nicht. Oh Mann. Warst du schon bei dem hinter der Couch, bei dem Sideboarder? Ja. Da ist ein Schlüssel gewesen. Da war ein Schlüssel. Wo? Neben Fernseher. Im Fernseher rechts. Oh nice. Die ganze Zeit schon? Schlüssel zur Schublade. Noch ein Zettel? Nee. Zu welcher? Genau, das war die wunderbare Schublade. Cleaning. Ah, sie Reinigungskassette. Ach, schön. Okay, schön. Oh, Mann, nee, ey. So, der Papa möchte jetzt nicht gestört sein und wären, wenn er hier seine Videokassette einlegt und sich das kuschelig macht hier, mangte Kippen hier auf dem Sofa. Mach mal den Fernseher an, wa? Ich glaube, musst du noch auf Play drücken? Ja, meinst du, muss ich Play drücken? Ich glaube, letztes Mal musstest du auch auf Play drücken. Ach, du bist... So. Schön, gucken wir mal. Ja, wir sind wieder. Vollschau. The previous employee did not finish their work and does not get in touch. Collect the remaining personal belongings of the former residents of this house. Leave the packet boxes in the house and our delivery service will take care of everything. Ja, okay. Okay. Der Kollege von... Nein, lesen wir jetzt nicht vor. Ich denke, das ist soweit klar. Ach, wie schön irgendwie. Als wenn das nicht schon bescheiden genug wäre hier irgendwie. In dem Raum waren wir noch nie drin hier, ne?
Als wenn das nicht bescheiden genug ist, irgendwie nur mit so einem Feuerzeug durch die Gegend zu klimpern, irgendwie haben wir das jetzt alles noch in diesem wunderbar glitchigen Optikfilter hier. Es ist einfach ein Traum. Und es überblendet auch hier. Ach du Scheiße, ey. Ja, das sind so, damit traumatisiert man Kinder. Wenn man da einfach so einen Gruselpapa da hinten hinstellt, ey. Oh Mann. Ja. Hallo. Mein Name ist Edgar Rodrigo Sarasar. Mr. Mustache. So, jetzt, oh, pass auf, jetzt hauen wir mal eine Inception raus. Wir gucken Video in einem Video. So, muss ich jetzt hier. Da ist nochmal ein Zettel. Okay, lesen. You are not alone. Oh, ist schon wieder so schlimm, dass ich anfange zu singen, ja, Benni? So schlimm ist schon. Okay. Es gibt doch nichts Schöneres als rückwärts singende Kinder in der Dunkelheit. Oder? Oh Gott. Ja, voll. Schreib in das Buch. Mr. Anderson! Mr. Anderson! Ja, also. Ich kam gerade von dort. Ja, okay, alles klar. Alles klar. Oh, Foto ist weg. Victor Ramon Salazar Sanchez ist gone. Ja, links, guck mal da. Türschlüssel. Ist aber, weil ich auch ganz schlimm finde, Benni, irgendwie, das hat jetzt halt was komplette Stille. Du hast zwar jetzt so das Klicken von der Uhr und du hast so dieses Rauschen, dieses Videobandes, aber du hast ja die ganze Zeit Stille. Und umso schlimmer ist es, wenn jetzt wahrscheinlich hier gleich irgend so ein Hinkebein jetzt hier irgendwie. Als hätte ich es nicht gewusst. Oh nein. Ah nee, ist ja bescheuert. Okay, ist ja falsch schon mein gesechsten Song. Ich meine, dum. Oh, der ist es nicht. Thriller. Wollte ich eigentlich. So, hier geht aber nicht hin, ist mir wurscht. So. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Dreh mich mal um. Oh. Nee. Hallo? Oh, ah. Ja. Oh nee, ist ja so ein Grudge. Ach oh Gott, wo bin ich? Jetzt hab ich hier so ein Drauf. Oh nee. Ey. Ach du Scheiße. Oh, überall Kippen, überall Tabletten. Was ist denn noch los hier mit den Leuten? Und Necronomicon-Bilder. Was ist. Oh Gott. Oh nee, jetzt ist ja nebenan. Ich mach den Fernseher an. Das ist Victor Salazar Sanchez. Na dann, mach mal den Fernseher wieder aus. Du machst das ja gerne. Ja, nee, ist total schön. Hier werden wir wahrscheinlich nicht durchkommen. Boah, müssen wir mal wieder ein bisschen abhärten hier irgendwie. Ja. They're just the two of us. Ja, da sitzen wir bei diesem. Echt, ja? Nimmst du den linken oder den rechten? Ich bin immer links. Ah, okay. Oh. Entschuldigung, ich mach ihn ja wieder an. Ist ja gar kein Problem, kannst du weiter gucken. Ja, du verscherzt es dir bei jedem, wenn du den Fernseher jedes Mal an- und ausmachst. Ja, ich. Don't touch the fucking TV. I know. Okay. Okay, sie ist weggegangen. Aber fall ich nicht drauf hin. Ist der andere Seite, kommt sie jetzt. Meinst du?
die ist nicht da gewesen. Die Kartons sind noch da, schön. Ah, habe ich jetzt auch nicht gerissen, wa? Oder lag irgendwas nebenan? Haben wir Schlüssel oder irgendwas? Oh, Benni, das ist ja wirklich schrecklich. Warte mal, ich glaube, neben der Uhr, war da neben der Uhr was? Oh, guck mal hier, ein Teeservice. Mhm. Für zwei, aber alles für zwei. Ganz schau. Ich nicht wahr, ist irgendwas, kann man hinterm Kissen irgendwie... Über diese Tabletten. Dachten sie, steibst du vielleicht noch mal zum Ratio fahren. Ich habe ja eine Vermutung, wie es weitergeht, aber ich hoffe, ich habe da Unrecht. Ja, lass mich teilhaben, irgendwie, Benni. Kinderzimmer ist doch das so ein Kerzenkreis. Kannst du die Kerzen anzünden? Sieht so aus. Okay. Na sag mal, offenes Feuer hier, Benjamin, im Kinderzimmer. Ja. Hast du das jetzt? Ja, ja. Also man muss dem Spiel wirklich lassen, irgendwie, es wird nicht, es flaut nicht ab, irgendwie, der Spannungsbogen bleibt so krass gespannt. Chapeau an den Herrn Russen, der dieses Spiel gemacht hat, der eine. Was? Du musst mit dem Packen fertig werden, ja, ist ja schön. Ach, die muss die Spielzeuge vielleicht da reinpacken? Ich kann aber, ich kann nicht interagieren. Das ist nix. Ah, okay, alles klar. Ich hab doch gerade irgendwie schon wieder eine Tür gehört hier. Ach du Scheiße. Das ist doch, jetzt bin ich der Junge oder wer bin ich irgendwie? Wir hatten doch so ein Bild gefunden, wo auch so ein Junge mit dem Umzugskarton in der Hand und dann da das Böse dahinter. Kannst du dich dran erinnern? Ja, aber der ist doch, war das nicht der Junge, der auch durch den Flur gezogen wurde? Nee, das war der Mann. Oder. Das war der Mann. Oder war der Mann? Also, ich weiß es gar nicht. Ich bin ja meine. Gibt's einen Jungen vor mir? Wo ist denn die Kinderpuppe hin? Die Kinderpuppe ist weg. Oi. Die Kinderpuppe ist einfach mal weg. Ich geh jetzt mal wieder raus. Wahrscheinlich wird mir gleich wieder voll pissen hier vor Angst. Hello again. Ja. Wieso denn das? Mann, Benni, wieso? Soll ich da mal hingehen? Ja, mach mal. Ich will nicht. Oh. Aber sind wir noch mal im scheiß Video. Alter, wird die Dunkelheit immer dichter? Kann das sein? Jetzt hast du aber auch das Bild wieder. Ist alles wieder zurückgesetzt. Ja, ist alles hier resettet. Tettetet. Ja, kann ich es nochmal irgendwie... Oh, warte mal. Hier. Yeah. Okay. Ja, so wird man ja nie fertig hier mit Umzug. Achim? Ja, so jetzt nicht. Wir wollten fertig werden mit dem Umzug. Ines und Kai Peter, kommt bitte raus, sofort. Ja, da sieht man, ja, die beiden essen gerne Seitan. Oh Gott. Rein. Benni, du weißt, was ich jetzt tun muss, oder? Ich muss an den Fernseher. Mach das. Okay, draußen ist dunkel. War da nicht gerade noch Licht? Cool. Mann, nee. Also auf der einen Seite feiere ich dieses Spiel total, auf der anderen Seite könnte ich mich selbst so dermaßen ärgern, dass mich so eine
so eine kleinen Effekte so catchen hier irgendwie und mich so, wo ist denn, warum ist hier eine Wand? Warum ist hier eine Wand? Ihr sagt keine satanischen. Nein, keine satanischen Rituale mehr nach 18 Uhr.